die Organisationsentwicklung und die personelle Entwicklung sind sehr wichtige Aufgaben. Sie müssen immer wieder weiterentwickelt werden. Das Land kann hier beispielsweise erfahrene Begleiter zur Verfügung stellen. Und diese Begleiter helfen dabei, das Personal auszubilden, weiterzubilden, fortzubilden. Darüber hinaus gehören Mitarbeitergespräche auf der Agenda der Führungskräfte ganz oben. Führungskräfte müssen den Mitarbeitern Gespräche, Perspektive aufzeigen, motivieren und deren Arbeit wertschätzen. Dafür brauchen sie Führungskräfte, aber auch Spielraum hinsichtlich Zeit und finanziell. Das ist meine Überzeugung. Das Land muss auf fachliche Expertise zurückgreifen. Menschen, die Pflege brauchen, müssen die besten Rahmenbedingungen vorfinden. Hier darf nicht gespart werden. Die Einrichtung, das Personal, die Räume, die Ernährung, dies alles muss auf höchstem Niveau sein. Bei der Pflege muss der Mensch im Vordergrund stehen, nicht der Profit. Ein ehemaliger Bundeskanzler hat einmal gesagt, die Entwicklung einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie die Schwächsten behandelt. Wir sind eines der reichsten Gesellschaften der Welt. Unsere Pflegebedürftige und das Personal haben aus meiner Sicht mehr verdient. Dafür setze ich mich als Sozialdemokrat ein. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit.